Einen wunderschönen guten Abend, salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute den 17. April, Freitag, den 17. April. Es ist 17:42 Uhr. Und in diesem kleinen Clip geht es um den DAX. Aber bevor ich das mache, ta-ta-ta-ta. Wir nähern uns mit ganz großen Schritten der Trading-App. Das bin ich. Das ist der gute Ronny Raudis. Und da kommen noch ein paar mehr. Wenn Sie da runtergehen, ist das also die Seite followmytrader.de. Hier runtergehen. Und dann haben Sie die verschiedenen Porträts. Und das ist neu. Also hier sind die Trading Brothers. Kennen Sie bestimmt auch. Den Herbert Thomas, Ronny und ich. So, wenn Sie jetzt auf Christian Schlegel gehen, da gibt es einen Film. Ja? Und eins möchte ich gleich sagen. Dieser Film war ungefähr gemacht 4 Monate, bevor die Fotos gemacht wurden. Ja? Ich habe wirklich abgenommen. Da ist nichts mit Photoshop. Es ist das. Nicht, dass ich da irgendwelche Sprüche unter dem Clip lese. Und da erzähle ich halt was. Jeder von den Händlern erzählt was. Kann man also sich da mal in aller Ruhe anschauen. Wir nähern uns dem Start mit der App. Und jetzt gehe ich auf den DAX. Das interessiert Sie momentan wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr. So, vor euch liegt der DAX, eine Kerze, ein Tag. Was wir gemacht haben, ist, wir sind halt von diesem Hochpunkt, von dem Jahreshochpunkt, dem All-Time-High bei 13.795 runter. Und wir liegen jetzt ganz kurz vor dem 50er-Retracement, 11.023. Diese 11.023 sind deswegen so wichtig. Es ist nicht nur das Retracement, sondern auch das obere Bollinger Band momentan. Und hier, ich mache mal das Fadenkreuz rein, von dem 10.3. der Hochpunkt. Also der war ein bisschen drüber, der war 11.036. Also wenn ich es mir wünschen dürfte, bitte, bitte füllt es aus. Das wäre schöner. Da fehlt was, wenn er das nicht ausfüllt. Das wäre schon schön. Wir sind weit weg von der 200-Tage-Linie. Da denke ich jetzt erstmal überhaupt nicht dran. 12.304. Ein eventuelles Erreichen von einem 61er wäre durchaus möglich, halte ich aber für nicht sehr wahrscheinlich. Zumindest jetzt nicht in dieser Bewegung. Die Bänder gehen weiter zusammen. Das untere nähert sich in großen Schritten dem oberen an. Das ist in Ordnung. Das heißt, die Volatilität geht insgesamt zurück. So Tage wie heute, wo wir da mit einem fetten Gap reinkommen. Ja, mein Gott, das ist die Gefahr, die wir momentan haben in diesem Markt. Ja, morgen, ich sage das immer so, hebt einer die Hand und sagt, ich habe das Mittel. Das wäre super. Oder gestern Abend geht der Presi raus und sagt, wir machen 3-Schritte-Plan. Amerika bringen wir wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht bewerten, ob es jetzt richtig ist, die Schulen jetzt schon wieder aufzumachen oder vorhin habe ich dann gehört, die Sommerferien werden reduziert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, das überlasse ich jedem selbst. Das soll doch nicht Aufgabe von diesem Clip sein, das jetzt irgendwie eine Diskussion anzustoßen. Wirklich nicht. Und wie gesagt, die Bänder gehen weiter zusammen, werden enger zusammen, die gleitenden Durchschnitte sind positiv, wir sind hoch und wir haben bisher nur auf die 10er reagiert. Der 20er gleitende Durchschnitt, der momentan bei 9.924 liegt, der wird am Montag irgendwo liegen bei 9.900 und ich glaube, es ist 58. Kann auch sein, dass ich mich da verrechnet habe, das muss ich nochmal genau überprüfen. Wir sind vom Trendfolger MACD leicht negativ, so mehr oder weniger so verbraucht. Ja? Und die Stochastik liegt auch unter 80. Das ist sogar ein Verkaufssignal. Das ist also eine ganz blöde Situation. Einerseits besteht ganz locker die Möglichkeit, hier dieses Gap, nicht dieses Gap, das obere Band zu sehen. Gar überhaupt kein Problem. Geht ganz flott. Das ist eine Sache von einer halben Stunde. Andererseits überwiegen bei mir die Verkaufssignale im Moment hier. Also zumindest 1, 2. Ja, es ist ein 2 zu 2, wenn ich alles zusammenzähle. Ganz, ganz schwierige Situation. Es ist für mich nicht klar. Und das ist auch bei den Einzelwerten nicht so. Am interessantesten finde ich momentan auch unter Trading-Gesichtspunkten Airbus und MTU. Die springen ja rum wie ein Flummi im Kasten. Und bevor ich weitermache im DAX, dann will ich Ihnen das hier auch zeigen. Das ist ja der Trader Fox. Und hier auf der rechten Seite, ich glaube, das sehen Sie jetzt nicht, gibt es so einen kleinen roten Kopf. Das ist der Trader Wingman. Der Trader Wingman ist für mich eine große Hilfe. Ich kann also da alle möglichen Sachen rein programmieren oder freischalten. Kann sagen, hier, zeig mir bitte mal für den Christian, das bin ich, die Signale. Und dann habe ich alle möglichen Signale. Candlesticks, Hammer und Shooting Star, was auch immer, Bollinger Bänder, ich mir da aussuche, wonach auch immer sie handeln. Ja, das ist alles hier drin. Dann, wenn ich das fertig habe, also es geht noch hier so einen halben Meter weiter runter, wenn ich das fertig habe, drücke ich hier auf Christian und sage heute.
Und ich habe, ich schwöre es Ihnen, ich glaube, seit ich das Ding benutze, habe ich noch nie so wenig Signale gehabt. Hier sind nämlich auch die E.ON, das kam morgens, heute Morgen hier um 9. Stochastic Long und dann gibt es das Tracking, sind auch zweimal drin. Das ist nichts. Das heißt, ich habe ganz viele Signale, also Signalmöglichkeiten und ich kriege kaum welche. Das ist also ganz erstaunlich, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Programmierfehler ist. Also ganz, ganz schwierig. Ich werde übers Wochenende ohne Position gehen, es sei denn, wir gehen jetzt nochmal auf 10.680 heute Abend, dann würde ich einen Short probieren. Aber ist nicht der Fall. Das MACD, wie gesagt, ist negativ, die Stochastik auch. Ich würde mich freuen, wenn wir das noch ausfüllen hier, aber ich kann es nicht sagen. Doof wird es, wenn wir unter die 20-Tage-Linie gehen. Sehe ich aber momentan nicht. Sei denn, irgendwas Wildes passiert wieder. Trotzdem muss ich eine Long-Option und mit so einem konservativen Charakter muss ich hinter die 20-Tage-Linie legen. Und ich gehe davon aus, dass sie bei 9.958 ist am Montag. Deswegen, ich nehme sowas hier. Da sind wir ganz knapp drüber. 9.966 ist im Moment ein 16er Hebel. Ich runde leicht. Ja. Das ist von Goldman Open Endschein mit der Kennnummer GC146U. GC146U. Der liegt also dann hier hinter. Oder also liegt hier ungefähr. Ja, da. So, und jetzt gucken wir mal nach dem Short. Habe ich hier schon vorbereitet. Ich möchte gerne einen Short suchen, relativ nah. Nicht hier oben irgendwo. Aber wenn wirklich irgendeiner die Hand hebt und sagt, hier ist was, dann machen wir auch wieder mit 3, 4, 5, 600 Punkten drüber auf. Und dann will ich nicht hier oben irgendwo gestoppt werden, sondern schon hier unten in der Nähe von diesem Punkt. Ich habe mich jetzt für den entschieden. 10.989. Ja, mit der einen Sande sagen, ja, wir sind aber unter dem 50er, das ist richtig, aber ich habe momentan keinen sinnvolleren Schein gefunden, muss ich ehrlich sagen. 10.989. Ich hätte gern lieber so einen 11.030er gefunden, aber da war keiner. Deswegen, den nehme ich 10.989, das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Kennnummer CH1AUD. CH1AUD. Hat momentan einen rund 30er Hebel. Ist relativ eng, das sehe ich auch ein, aber ach, das kann Spaß machen. Es bleibt ein schwieriger Markt. Ich tendiere nach wie vor dazu, klein zu bleiben. Aber der springt immer noch ziemlich wild hin und her. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und immer noch bleibt gesund. Bye bye, ciao.